und wir sind beim Pilzpalast. Wo die Prinzessin wohl gerade ist? Ich habe sie schon länger nicht... Bitte? Schon wieder Bowser? Mampf, Mampf. Hallo Mario, mein kleines Brüderchen wartet oben auf dich. Ständig spielen und putzen, total nervig. Der Junge ist ein bisschen hyperaktiv hier. Und hüpf, und hüpf. Hey Mario, sag mal, wenn ich fleißig übe, kann ich dann irgendwann auch so hoch springen wie du? Na doch. Juhu. Alter, jetzt rastet der richtig aus. Hey Mario, bist du da an was reingetreten? Ha, reingefallen. Hm. Hast du hier vorhin auch so einen Krokotypen gesehen? Klang total nach Ganove, wie der so sprach. Der führt sicher nichts Gutes im Schild. Heiliger Pilzschirm, wo ist denn mein Geldbeutel plötzlich hin? Bitte laut, ja? Kennst du vielleicht einen schönen Urlaubsort für Flitterwochen? Hey Mario, rat doch mal. Rosi und ich, wir waren immer Freunde, aber jetzt heiraten wir. Ja, meinetwegen. Noch so ein hyperaktives Kind. Mario, wenn ich groß bin, dann ziehe ich mit dir und deiner Gruppe um die Welt, ja? Und keine Sorge, falls jetzt mal Bowser über den Weg läuft. Dem werde ich gehörig die Radieschen verhageln. Ich hoffe, mein Enkelchen wird mal genauso lieb und gutherzig wie die Prinzessin. Immer wieder herrlich, wenn sich die Kleinen so schön vergnügen. Das ist der Itemladen hier. Hier vor dem Palast soll sich in letzter Zeit ja eine ziemlich zwiespältige Gestalt rumtreiben. Aber ich gebe gut Acht und werde die Stadt sauber vor Gestalten halten. Willkommensschild. Einkaufen wollen wir noch nicht, das machen wir später. Jetzt geht's erstmal ab in den Keller. Ich befehle dir, dich vor mich zu stellen. Na ja, dann leisten wir mal Folge. Nun befehle ich dir, zu springen. In dieser Welt sind Schatztruhen versteckt, die man nicht sehen kann. Man nennt sie Geheimschätze. Wenn du fleißig hüpfst, solltest du unsichtbare Truhen rascher finden. Das hier sollte dir auch dabei helfen. Alarmring erhalten. Den musst du anlegen, dann hilft er dir, Geheimschätze ausfindig zu machen. Trägst du einen Alarmring, so verrät er dir, wenn sich ein Geheimschatz in deiner Nähe befindet. Der Ring muss aber ausgerüstet sein, sonst funktioniert er nicht. Dann plündern wir den mal an. Und oben rechts sehen wir, hier befindet sich noch ein Geheimschatz in diesem, ja, quasi Gebiet, also diesem Kellerraum. Das System finde ich tatsächlich ein bisschen nervig. Ich habe im Urlaub tatsächlich viel Zeit damit verbracht, unglaublich viel durch die Gegend zu hüpfen und hoffen, was zu finden. Also das da wusste ich jetzt zum Glück noch. Ja, natürlich ist es ganz nett, ein paar verschickte Sachen zu jagen, aber wie gesagt, ich finde es eher anstrengend. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, im Vorfeld, bevor ich die Aufnahme starte, für die Etappe, die ich aufnehmen möchte, einmal vorher zu gucken, wo sind die Geheimschätze, damit während des Displays ich nicht unnötig viel suchen muss. Klappe halten. Alter, was ist denn mit dem nicht richtig? Ob ich den ganzen Tag schlafe? Nicht die Bohne. Beeil dich, Mario. Der Kronminister erwartet dich. Gleicher Text, dann Rillenpuff. Mario, endlich! Ich will sofort dem Kronminister Bescheid sagen. Wir sehen uns dann drin im Palast, ja? Und in diesem Gebiet befindet sich ebenfalls ein Geheimschatz und ich habe mich hier zu Tode gesucht. Den kann man jetzt noch gar nicht erreichen, das geht erst später. Biegen wir erstmal links ab hier. Die Prinzessin ist noch nicht zurückgekehrt. Der Kronminister ist sicher ganz außer sich vor Sorge. Ziemlich großes rosa Bett. Fragezeichen von Peach gefunden. Du da, was soll das? Lass bitte schön alles dort, wo es war. Hier, ich gebe dir was als Entschädigung. Pilz erhalten. Ich denke mal, das soll wahrscheinlich ein Scherz gewesen sein mit dem Fragezeichen. Man soll es irgendwie assoziieren, das sei was Unanständiges. Mir soll es egal sein.
Auf die andere Seite gehen wir gleich. Mir nach. Eure Eminenz, Mario ist eingetroffen. Mario, dem Himmel sei Dank, dass du endlich hier bist. Aus Bowsers Festung war ein gewaltiger Krach zu hören. Mir sind fast die Sporen aus dem Schirm gefallen, als es rumste. Verzeih die Frage, aber wo ist denn die Prinzessin? Sie hatte sich doch zu dir nach Hause aufgemacht, oder? Wie schrecklich, ich ahne Schlimmes, obwohl Bowser hinter der Sache steckt? Heiliger Hallimasch, dann hat Bowser also aufs Neue unsere geliebte Prinzessin entführt. Ans Werk, Mario, du kennst dich ja aus. Wage dich in die Festung und rette ihre Hoheit. Er kann sogar den Palast hier zum Beben bringen, Wahnsinn. Meiner Treu, ein bodenloser Abgrund vor Bowsers Festung? Welch schreckliche Wendung! Und doch muss ich dich bitten, Mario, bitte rette unsere über alles geliebte Prinzessin. Ihr Wohl liegt in deiner Hand. Halt, Kleinigkeit noch. Du legst doch sicher all die Ausrüstung an, die du so findest, oder? Soll Tod es dir rasch erläutern? Nee, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Famos, ja, so kennt man dich. Bestens informiert und noch besser gerüstet. Du kannst nun Rüstung und Accessoires in Itemläden kaufen. Alles Gute wünsche ich. Stopp, andere Kleinigkeiten noch. Nun ja, weißt du, wo ich ja fast umkomme vor Sorge um die Prinzessin, da dachte ich mir, könnte ich dich bitten, dich rüber zum Palastkeller zu begeben und dich für deine Reise zu rüsten? Der Wächter wird dich einlassen. Dann gehen wir jetzt in den rechten Bereich rüber. Mario, der Kronminister hat mir alles erzählt. Mir nach, hier geht's zum Palastkeller. Dort geht's runter zum Palastkeller. Komm mit, ich zeig dir, was wir haben. Bedien dich und schnapp dir alles an Schätzen, was du benötigst. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Das ist ein Pilz, unverkennbar, nicht wahr? Pilzlein wie dieses findest du in Schatztruhen. Sie unterscheiden sich etwas vom Itempilz. Pilze aus Schatztruhen füllen sofort KP und BP wieder auf, lassen sich aber nicht für später aufheben. Das Itempilz hingegen füllt zwar nur deine KP wieder auf, fühlt sich dafür aber an deiner Tasche wohl. Das ist eine Blume. Blümchen wie dieses findest du in Schatztruhen. Sie sind nicht dasselbe wie das Itemblume. Blumen aus Schatztruhen füllen sofort deine Blumenpunkte auf, lassen sich aber nicht mitnehmen. Blumenkapseln kannst du jedoch umhertragen und damit deine Blumenpunkte erhöhen. Öffne dafür einfach mit X dein Schnellmenü und setze sie ein. Das ist deine Münze. Es gibt kleine mit einem Wert von 1 und große mit einem Wert von 10. Die hat einen Wert von 10. Weißt du, was Blumenpunkte sind? Erzähl mal. Aber gerne doch. Ahem. Blumenpunkte dienen im Kampf dazu, besondere Spezialtechniken einzusetzen. Die Technik Sprung zum Beispiel kostet 3 Blumenpunkte. Jeder Einsatz verbraucht 3 Blumenpunkte. Und wenn du keine Blumenpunkte mehr hast, tja, dann kannst du auch keine Spezialtechniken mehr ausführen. Das Itemblume erhöht dein Maximum an Blumenpunkten. Und Blumenpunkte auffüllen kannst du mit Sirup, Pilzen aus Schatztruhen oder in Gasthäusern. Wehe, die Palastkellerwache macht wieder einen faulen Lenz, während ich hier das Gästezimmer sauber mache. Dann wieder raus aus dem Palast. So, warte doch! Bleib endlich stehen! Ich finde den echt niedlich.
Das gemeine Krokodil hat Opas Groschen gestohlen. Schnüff, nein, nicht wieder Wein. Wein tun nur kleine Kinder, aber was soll ich nur? Schnüff, Schlucht. Wäh! Hallo? Oh Jemini, du bist ja pitschnass. Bitte? Ach, mir geht's schon besser. Entschuldige, manchmal hilft außer Wein einfach nichts. Warum habe ich eigentlich geweint? Irgendeinen Grund gab es doch. Genau, ich sollte hier eine Besorgung für meinen Opa erledigen. Doch dann bin ich dem blöden Krokodil begegnet. So ein Schurke, er hat mich beklaut. Mein Groschen hat er sich geschnappt. Und er war viel zu schnell für mich. Hey Mario, du springst immer noch super hoch, oder? Zeig doch mal bitte. Wow, da kann Bowser aber einpacken, der stachelige Schuft. Moment, du bist Mario? Ich habe schon so viel über dich gehört. Und über dein Supersprungtalent auch. Ich bin Mello vom Quappenquell. Ich bin ein Frosch, sieht man ja, oder? Aber springen kann ich fast gar nicht. Hilfst du mir vielleicht, den Krokodil zu schnappen, der mich beklaut hat? Klar doch. Danke, 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 danke. Der kleine Frosch Mello hat sich dir angeschlossen. Wie ein Frosch sieht er aber ganz und gar nicht aus. Das stimmt wohl. Mello führt Tagebuch zu deiner Reise. Lies es doch mal im Menü unter Reisebuch und blicke auf dein Abenteuer zurück. Joa, muss ich jetzt sein. Hier mal den Item laden. Schau an, der kleine Mello. Was hat dich so lange aufgehalten? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Es ist was ganz Schlimmes passiert. Und zwar ist mir... Gemach, Junge. Ich weiß Bescheid. Weiße Quark hat es mir gesagt. Er weiß einfach alles. Warte kurz, ja? Also, eigentlich? Es tut mir ja leid, aber mein Groschen wurde gestohlen. Huch, wie ärgerlich. Dann kann ich dir nichts verkaufen. Zu dumm, findest du nicht? Wie nett, ey. Nein, nein, ist gar kein Problem. Mario hier ist nämlich mein Retter in der Not. Oho, na wenn das so ist, mit Marios Hilfe hast du deinen Groschen sicher ruckzuck wieder zurück. Nicht so hastig, hier, nehmt dies, ihr werdet es sicher brauchen. Muntermacher erhalten. Klingt vielleicht komisch und so, aber ich liebe diese Arbeit. Haha, also, was darf sein? Was hat er denn? Pilze, Honigsirup, Muntermacher und Reinigungssaft. Halt, Statuseffekte. Finde ich ganz gut. Haben wir noch nicht. Nehmen wir mal ein paar mit. Boah, drei sollen erstmal reichen. Dann eine Latzhose für Mario für 7. Klar. Gleich ausrüsten? Ja, bitte. Hose für Mello. Sprungschuhe und Gegengift-Button. Ist mir erstmal zu teuer. Kaufen wir nicht. Ich laufe nochmal von Speichern und dann geht's los. Mario, ich muss dir ganz dringend was erzählen. Hier ist eben jemand Komisches vorbeigerannt. Jemand ganz Komisches. Habt ihr ihn gesehen? Ui, wie sah er denn aus? Ungefähr so? Genau, das war er. Kein Zweifel. Das war mein Groschendieb. Und sie haben den Kerl einfach laufen lassen? Laufen lassen? Ach wo, laufen konnte der von selbst. Voll schnell sogar. Du da, sofort stehen bleiben! Hahaha, ihr Stümper könntet nicht mal eine Weinbergschnecke fangen. Sayonara, ihr Schnarchnasen! Da, das war er! Los, Mario, ihm nach! Hier, Mario, nimm lieber das hier mit. Weltkarte erhalten. Wählst du im Menü Weltkarte aus, so kannst du in Windeseile an bestimmte Orte zurückreisen, die du bereits entdeckt hast. Na dann. Ab nach Süden. Diebespfad heißt das Ding sogar. Da ist er. Das ist der Kerl. Und den Groschen hat er sicher in seinem Sack. Los, Mario. Auf ihn. Was willst du denn, Sahneklecks? Pff, nicht mal als unschuldiger Räuber hat man seine Ruhe.
Da mal hinterher. Dein Blumenpunktekonto gilt nicht für einzelne Helden, sondern für die gesamte Gruppe. Plane also klug, wer mit Spezialtechniken angreifen oder heilen soll. Und das ist eine ganz schöne Besonderheit. Normalerweise hat ja im Rollenspiel jeder Charakter seine eigenen Magiepunkte. Hier, wie gesagt, ist es ein Gruppenkonto. Zuerst fand ich das irgendwie nicht so doll, aber es ist halt mal was anderes. Warum nicht? Und dann können wir bei der Gelegenheit ruhig mal unsere Items benutzen, um das Konto zu erhöhen. Blumenkapsel. Zack. Nochmal. Und das Blumenset gibt plus 3. Sieht doch schon deutlich besser aus. Die Erfahrungspunkte hier auf dem Weg nehme ich gerne noch mit. Hier haben wir auch einen neuen Gegner, Froschart. Dann soll Mario den gleich mal angreifen. Und Mello kann meine Technik benutzen, Blitzgewitter. Setze alle Gegner unter Strom, drücke A kurz vor Ende des Blitzgewitters. Sogar anfällig, das dicke Ding. Viele Monster sind gegen bestimmte Elemente besonders anfällig. Greifst du sie mit diesen Elementen an, erleiden sie extra viel Schaden. Manchmal begegnest du Monstern, die stärker sind als andere. Gelingt es dir, so einen Feind zu besiegen, erhältst du extra viele Münzen, Erfahrungspunkte und sogar Froschgroschen. Na dann. Der hier ist gold markiert, dann hauen wir da drauf. Das ist schon ein bisschen eklig, ne? Level up für Mario. Level 3. Feuerball erlernt. Und auf Level 3 ist der Angriff besser. Hier plus 2 statt nur plus 1. Speichern müssen wir jetzt nicht nochmal. Ich glaube den noch, dann haben wir hier alles. Ihr schon wieder. Gut, dass eure zarten Beinchen nicht zum Springen gut sind. Bis dann, Zartbeinchen. Hier gibt's einen Geheimschatz. Den schnappen wir uns natürlich. Falsche Taste. Ganz so einfach finde ich das irgendwie nicht hier mit der Perspektive. Ach, bei der Gelegenheit. Ich fahre die Plattform einmal rüber. Nehmen wir mal die neuen Gegner hier unten mit. Wunderlich. Ich musste erstmal suchen, da weil da direkt Froschart drüber steht. Oh, der sieht nicht so stark aus wie ein Froschart. Dann greifen wir lieber den an. Ja, warum nicht? Level up für Mellow. KP-Regen erlernt. Und obwohl der Hammer eigentlich deutlich besser wäre, er ist mit physischem Schaden nicht besonders doll. Das schenken wir uns. Er wird bei mir zum Magier ausgebildet. Du kannst beim Erkunden der Spielwelt durch Drücken von Y Spezialtechniken einsetzen, um dich zu heilen. Müssen wir gerade nicht. Die Münze noch geschnappt. Da kommen neue Gegner reingelaufen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Und hier rechts weghüpfen. Da ist die versteckte Truhe. Sumpfsmoothie erhalten. Krächz, wie oft denn noch? Aber macht euch keine Hoffnung. Mich kriegt ihr Schleichgebrüder nie. Ein Goomba hier auf der Ecke. Zickzack durchlatschen, alles mitnehmen. Der Junge hat Zuckung. Einmal geheilt, traumhaft.
Werdet ihr bezahlt fürs Nerven? Grrr, dabei hätte ich mir die Truhe dort nur zu gern unter die Kralle gerissen. Dann schnappen wir uns die gerne. Ein Stern, dann Abfahrt. Auch wenn wir jetzt gar nicht kämpfen, kriegen wir trotzdem die Erfahrungspunkte für die Biester, die wir jetzt mit dem Stern besiegen. Und da wollen wir natürlich möglichst viele gerne mitnehmen. Das war's schon. Level Up hat gegeben. Mario ist Level 4. Das heißt, jetzt nehmen wir den Extra-Bonus auf den Pilz mit. Hier ist noch eine Schatztruhe. Dann holen wir mal die Plattform dahin. Bisschen schneller wäre nett gewesen. Okay. Nichts wirklich Spannendes. Ja, lässt einfach nicht locker das Pack. Und obendrein ist dort vorne Sackgasse. Ich weiß, ich versteck mich. Wie gemein, hat sich irgendwo verkrochen. Hör mal, Mario, wenn wir ihn finden, dann versuchen wir am besten, uns irgendwie von hinten an ihn ranzuschleichen. Okay. Ich glaube, hier muss ich jetzt nicht unbedingt alle Gegner mitnehmen. Da ist er. Gra, seid ganz schön helle, ihr zwei. Aber ich bin heller. In dem Tempo braucht ihr 100 Jahre, bis ihr mich schnappt. Ha, wollt mich schnappen. Wie? Aber nicht mit mir. Ich glaube, da kam ich blöd von der Seite. Da leider auch. Ich habe mich noch nicht so wirklich in die Perspektive hier gewöhnt. Leider. Und jetzt hat er sich gerade umgedreht. Läuft ja traumhaft. Gra, ganz schön schnelle seid ihr zwei. Aber ich bin schneller. In dem Tempo braucht ihr 50 Jahre, bis ihr mich schnappt. Ach. Gra, ganz schön sensationelle ihr zwei. Aber ich bin sensationeller. In dem Tempo braucht ihr noch... ist gut, gebt mich ja geschlagen. Ihr kriegt ihn wieder, euren Groschen. Ich hole ihn rasch aus meinem Säcklein raus. In Ordnung, wird gar nicht lange dauern. Na sowas. Ich habe ja was ganz anderes für euch gefunden. Und zwar Backpfeifen. Na dann, hau mal. Nee, will jemand Feuerball, würde ich sagen. Ordentlich auf der A-Taste ausrasten. Perfekt. Anfällig 100 Schadenspunkte. Autsch. Du kannst ihn gerne mal analysieren, würde ich sagen. Anfällig gegen Feuer, Furcht, Gift und Stille. 220 Lebenspunkte hat er noch. Gute Güte, bin ich gut. Roko löscht seinen brennenden Schwanz. Dann zünden wir ihn halt nochmal an. Nochmal 100, sauber. Ja, wenn er gegen Blitz nicht anfällig ist, heilen müssen wir auch nicht, dann hau halt drauf. Ein ganzer Schadenspunkt. Hui, 13 Retour. Nur 75 diesmal, schade, aber ich finde, wir können ruhig mal heilen. Dich selbst bitte. Seltsamer Pilz. 60 geheilt. Finde ich, tut nicht unbedingt Not. Mehr Blumenpunkte haben wir leider nicht, um den Feuerball da nochmal raufzurotzen. Da fällt mir noch was anderes ein. Wir können ja ruhig mal Tod zur Hilfe rufen. Wer kriegt jetzt den Bonus? Ich hätte eigentlich gedacht, Mellow. Sternenstoß. Okay, ist eine Attacke. Du dumme Schuppennase, gib sofort Opas Groschen her. Jack, Frechheit. Das zeige ich dir heim, du liederlicher Knubbel. Behaltet euren blöden Groschen doch, ich mach mich davon. Arrivederci, ihr Armleuchter. Hurra, wir haben ihn.
Level Up für Mellow. Level 4, da nimmt auch er die extra Lebenspunkte mit. Endlich haben wir Opas Groschen wieder. Ach, ich bin ja so froh. Danke, Mario. Endlich kann ich meine Besorgung erledigen. Nanu, schau doch mal. Der Krokoschuft hat doch glatt einen Geldbeutel liegen lassen. Geldbeutel gefunden. Ich muss jetzt dringend zurück zum Geschäft vor dem Palast. Kommst du mit, Mario? Wir können ja deine neue Weltkarte einsetzen. Damit reisen wir blitzschnell zum Pilzpalast. Jo, machen wir das doch ruhig mal.